Herr Schlür, Sie hatten soeben den Vortrag bei uns. Die Leute sind aufgestanden, haben sich gefreut. Sie wurden auch als Urgestein benannt. Wie geht es Ihnen nach diesem Vortrag? Mir geht es sicher gut. Ich meine, es ist immer angenehm zu sprechen, wenn man den Eindruck hat, das Publikum versteht einen, es macht mit, es reagiert. Es sitzt nicht einfach teilnahmslos da. Also eine lebendige Veranstaltung ist eine weit angenehmere Veranstaltung als irgend so etwas in einem kahlen Raum. Ja, genau. Und Sie haben ja so gesprochen, dass man Sie verstanden hat, oder? Ihr Vortrag war ja über diese Terminologie unter anderem, wo vertuscht wird, wo nicht Klartext gesprochen wird. Wie können sich jetzt die Menschen darüber, wie können sie wissen, was falsch gesprochen wird? Wo könnte man da etwas nachschauen? Also wir klären natürlich laufend auf, also das Komitee gegen den schleichenden EU-Beitritt, dessen Geschäftsführer ich bin, www.euno.ch, dort hat man reichhaltige Dokumentation. Wichtig ist aber auch, dass die Leute sich auf ihr Gefühl verlassen. Es haben heute sehr viele Leute das Gefühl, da stimmt etwas nicht mit diesem Umgang, mit dieser Politik gegenüber der Europäischen Union. Und man kann einfach jedem sagen, achten Sie auf dieses Gefühl. Schauen Sie auch hinter die Kulissen, versuchen Sie zu beobachten, was da geschieht. Dieses Gefühl ist möglicherweise ein besserer Ratgeber als 10 Zeitungsartikel. Und man muss auch nicht Doktor sein, oder? Das kann jeder. Nein, das geht jedem ans Lebendige. Ich meine, jeder versteht, was das heißt, wenn eine andere Instanz Strafmaßnahmen gegen unser Land erlassen kann, die seinen Arbeitsplatz betreffen, die seine Entfaltungsmöglichkeiten betreffen. Das verstehen die Leute. Wir wissen in der Schweiz, warum wir eigenständig entscheiden wollen. Ich glaube, wir verhalten uns auch so, dass niemand daran Schaden nimmt, aber wir verlangen, dass wir respektiert werden als ein Land, das eigenständig entscheidet, wie es eine Zukunft gestalten will. Sie haben auch von einem Bruder Klaus gesprochen, der vom Mitsprechen, das Mitsprechen erwähnt hat. Ist hier das Forum dazu geeignet? Was haben Sie für einen Eindruck? Also Bruder Klaus, es gibt nur den Bruder Klaus. Das ist ein katholischer Heiliger aus dem Flüeli Ranft in Obwalden, der aber für die Eidgenossenschaft in ganz wichtigem Moment von ausschlaggebender Bedeutung war. Und sein Ratschlag an die Tagsatzung, die sich völlig zerstritten hatte zwischen Stadt und Land, war: Mischt euch nicht in die Händel fremder Mächte, aber sorgt in eurem Land für Gerechtigkeit, für Ausgleich zwischen allen. Und daraus ist natürlich gewachsen, dass man auch alle mitsprechen lässt. Das ist eine Weichenstellung. Damals hat man natürlich nicht von Demokratie gesprochen, aber das ist eine Wurzel der schweizerischen Demokratie geworden. Und die sehen Sie hier, wie sich die jetzt wieder entwickeln könnte, weiter wachsen könnte? Jetzt ist sie bedroht. Jetzt ist sie bedroht. Jetzt haben wir genau wieder diese Situation, dass es einige aus den oberen Etagen in dieses Brüssel drängt, weil man den Eindruck hat, dort geht Weltpolitik ab. Dort kann man Macht einnehmen. Macht spielt dort eine Rolle. Da müssen wir wieder sagen, nein, die Schweiz ist bei der Machtpolitik nicht dabei. Die Schweiz sorgt dafür, dass es denjenigen, die im Land wohnen, dass die sich äußern können, ihre Bedürfnisse anmelden können, dass man darüber offen diskutiert und schließlich einvernehmlich nach unseren Regeln entscheidet, wie man ausgestalten will. Das hat ja sehr viel Ausgleich geschaffen. Das ist das Entscheidende. Innerer Ausgleich statt äußeres Machtgehabe. Und mit Ihrem Auftritt haben Sie gezeigt, dass man eben etwas machen kann, dass man mitreden kann, dass man etwas verändern kann. Ja gut, das ist eine Erfahrung, die natürlich eigentlich jeder Schweizer macht. Er muss es nur machen, nicht? Genau. Ja. Genau.